Hey zusammen, es geht weiter auf unserem großen Kochschiff. Ich bin die ganze Zeit auf dem Wasser unterwegs. Das ist ja eine festgebaute Küche in einem Kutter, natürlich. Eigentlich hat sich seit letztem Mal nichts geändert, außer dass der Bart ein bisschen kürzer geworden ist. Aber jetzt hängt er nicht mehr am Essen. Das hat auch wirklich Vorteile. Heute habe ich mir gedacht, es wird jetzt ein bisschen dunkler draußen abends, zumindest früher, und kälter. Und was ist da nicht geiler als so eine richtig schöne, fette Kartoffel-Karotten-Sellerie-Suppe. Oftmals denke ich mir das und heute werde ich diesen Traum nachgehen. Statt Sahne machen wir das Ganze mit Hafermilch. Es gibt aber auch so Soja-Cuisine und dazu gibt es noch gebratenen Tofu und Brot. All das, wie das geht, ist total simpel und im Detail, das zeige ich euch jetzt. Los geht's. So, die Zutaten, ganz simpel. Wir brauchen Kartoffeln, Zwiebeln, das ist Sellerie und hier haben wir Möhren, Milch, ich habe hier Hafermilch, es geht aber auch Sojamilch oder andere Milch, Soja-Cuisine, das ist jetzt unsere Sahne und Brühe, hier die ist auch vegan von Knorr, kann man einfach auch reinknallen und so werden wir uns jetzt gleich Stück für Stück voranarbeiten, aber jetzt erstmal die Zwiebeln anschwitzen. So, und wenn die Zwiebeln so ein bisschen glasig sind, kommt jetzt das komplette Gemüse rein. Dann kommt jetzt 2 Drittel Brühe und 1 Drittel Milch drauf, bis das Gemüse so gerade oben noch ein Stück rauskommt. So, wenn ihr das alles richtig gemacht habt, dann sieht das Ganze genau so aus. Gemüse guckt gerade so noch raus und das Ganze lassen wir jetzt einfach für 20 Minuten abgedeckt kochen. Und dann kommt der spaßige Teil. Alexa, stelle einen Timer auf 20 Minuten. 20 Minuten ab jetzt. So, ich habe mich spontan noch dazu entschieden, dass da jetzt ein Tofu mit reinkommt. So, also sozusagen, ja, wie wenn man, also damals bei der Kartoffelsuppe, die wir damals hatten, haben wir mal so Wiener Würstchenstücke reingetan. Dadurch, dass es natürlich jetzt entfällt, habe ich gedacht, okay, hau ich da einfach Tofu mit rein und ich habe letztens, glaube ich, im Alnatura oder so, habe ich hier Feto gekauft. Keine Ahnung, ob der geil schmeckt, das probiere ich jetzt mal aus. Der ist schon hier so eingeschweißter und marinierter Tofu. Ganz wichtig, bevor ihr den in die Pfanne haut und scharf anbratet, fest aus und um die ganze Flüssigkeit rausgeht. Und ja, dann war es das auch schon mit dem Tofu. Ist übrigens, habe ich gelesen, die Königsdisziplin der vegetarisch-veganen Küche, Tofu richtig geil hinzubekommen und ja, alle haben recht, bisher habe ich immer nur so Labbrigen hinbekommen. Mal schauen, ob es heute besser wird. Dann kommt jetzt der spaßige Teil, hatte ich ja vorhin schon das Ganze angedeutet. Wir brauchen dann einen Pürierstab, um das Ganze jetzt im Topf klein zu pürieren. Und dann wird er schon abgeschmeckt. Er ist schon fast fertig, aber jetzt kommt erstmal der spaßige Teil. Wir zerstören das Gemüse. Das sieht soweit ziemlich gut aus. Ich bin sehr überrascht. Ich zeige es euch mal. Wir haben hier das Kartoffelsüppchen, was schon richtig gute Konsistenz hat. Da kommt gleich noch ein bisschen Sahne zu. Aber das gleich. Und der Tofu ist jetzt eigentlich ziemlich, ja, nicht mehr so matschig. Der hat aber immer noch so ein leicht, der gibt noch leicht nach. Von daher nehmen wir den jetzt runter und tun den auf Zewa, damit er noch so ein bisschen abtropfen kann. Und dann widmen wir uns gleich der Kartoffelsuppe weiter. Damit das Ganze ein bisschen sahniger und cremiger wird, kippe ich da jetzt so ein bisschen von der Soja-Cuisine rein. So, ja, das passt. Und rühre das Ganze unter. Dadurch kriegt die Suppe auch so wird ein bisschen heller. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ihr nach Belieben abschmecken könnt. Heißt also mit Salz, mit Pfeffer. Ihr könnt da Petersilie reinhauen, wenn ihr möchtet. Und da haben wir jetzt nicht da. Ich könnte ein bisschen Lauch. Lauch könnte ich reinhauen. Probier das Ganze mal gerade. Und kennt ihr das gute Gefühl, wenn ihr was gekocht habt, es einfach mega geil schmeckt? Ich bin wirklich überrascht, ich habe das Rezept vorher noch nie probiert. Das habe ich natürlich auch unten wieder verlinkt. Und es schmeckt einfach richtig, richtig geil. Übrigens, ich zeige euch das mal kurz. Ich habe den Tofu jetzt abtropfen lassen. Und das Geile an dem ist, Moment,
Ihr hört es schon, der cruncht ohne Ende, der ist perfekt geworden. Das Ganze wird jetzt noch kredenzt, kommt noch ein Stück Brot dazu und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze fertig aussieht. So Freunde, so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Wir haben hier einmal die Kartoffel-Möhren-Sellerie-Suppe kombiniert mit Tofu, der mit Basilikum so ein bisschen eingelegt war und noch so ein schönes Weizenbaguette, das auch vegan ist. Ich hole das immer beim Alnatura. Also Weizenbrot selber ist jetzt nicht so das mega geilste und gesündeste, aber für den Zweck vollkommen ausreichend. Und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Und wenn man jetzt nicht wüsste, dass das Tofu ist, wenn man vielleicht denkt, das ist vielleicht schon Brot oder was anderes Crunchiges, ich weiß auf jeden Fall, dass ich das jetzt mit Genuss essen werde. Das war's, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das Rezept wie immer in der Infobox. Wenn ihr gerne mal irgendwie in eine Richtung was gekocht haben wollt, wo ihr sagt, das wollten wir schon mal machen, aber wissen nicht wie, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Hier neben mir findet ihr noch zwei weitere Videos von mir. Und dann würde ich sagen, wie immer, danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Macht es gut. Bis dahin und tschüss.